Einen wunderschönen Nachmittag, sehr verehrte Damen und Herren. Hallo, dear ladies and gentlemen. Sehr schön, Sie alle hier zu haben. Die Chöre stehen schon bereit. Bevor es losgeht, bitte ich um einen kräftigen Applaus für die Chorleiter und die Board Members of the Association of Jewish Choirs. Kräftiger Applaus. Festivals jüdischer Chöre Europas. Im Programm steht Moderation Ramona Bitton. Das bin natürlich nicht ich, aber durch ein gesundheitliches Problem hat sie kurzfristig abgesagt und jetzt muss ich auch noch die Moderation machen von heute. Aber sie hat mir netterweise ihre Unterlagen geschickt. Also gehe ich da mal so der Reihe nach durch. Die Assoziation, so diese Vereinigung der jüdischen Chöre, gibt es seit 2013, also vor genau 10 Jahren, ebenfalls hier in Wien gegründet. 2012 hat in London das erste Zusammentreffen, das erste Festival der jüdischen Chöre Europas stattgefunden. Und dort kam diese Idee, so eine Vereinigung zu gründen. Und im nächsten Jahr waren die Chöre in Wien und da wurde beschlossen, ja, das machen wir. Also vor genau 10 Jahren haben wir in Wien diesen Entschluss gefasst und dann hat es jedes Jahr so ein Festival gegeben, dann in Rom im Anschluss. Wir waren in Lviv, also Lemberg, in St. Petersburg, in Jerusalem und zuletzt 2019 waren wir in Ferrara in Italien und dann kam die lange Pause, pandemiebedingt. Und nun kommen die Chöre wieder zusammen heute, um Ihnen nicht nur die Schönheit, sondern auch die Vielfalt der jüdischen Chormusik zu präsentieren. Das Festival dauert nun schon 5 Tage und heute ist sozusagen der Höhepunkt, wo jeder Chor eine kurze Zeitspanne für sich hat, um einen Schwerpunkt seines Programmes vorzustellen. Das ist ein ganz besonderes Ereignis für uns und es ist so besonders, dass der Hausherr des Wiener Rathauses, der Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, uns dieses Haus zur Verfügung gestellt hat und die Patronanz übernommen hat und deshalb einen kräftigen Applaus bitte. In seiner Vertretung ist heute der Gemeinderat und Präsident der österreichisch-israelischen Gesellschaft Peter Florian Schütz hier. Geben Sie mir einen kräftigen Applaus ebenfalls, meine Damen und Herren. Er wird ein paar Worte an Sie richten. Danke, Roman. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Wiener Rathaus und schöne Grüße von unserem Herrn Bürgermeister, dem diese Veranstaltung ein Anliegen ist und insbesondere die Förderung und der Schutz jüdischen Lebens in Wien. Und seien Sie versichert, dass das nicht nur Worte sind, dem werden jetzt und auch in Zukunft noch viele Taten folgen. Lieber Roman, du bist auch fesch. Also das mit der Moderation ist voll okay. Er ist wirklich fesch. Meine Damen und Herren, dass dieses Festival hier stattfinden kann, ist ein schönes Zeichen für jüdisches Leben in Europa und in Wien. Und dafür stehen wir und darauf sind wir auch sehr stolz. Und ich werde jetzt nicht der Verführung erliegen, in ein langes Referat über jüdisches Leben und das für alles zu tun zu halten.
Ich bin schon gespannt, was jetzt passieren wird. Herr Präsident, lieber Herr Oberkantor, schön, dass ihr da seid, hier im Wiener Rathaus, und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Veranstaltung. Genießen Sie sie, und ich freue mich schon wahnsinnig, was kommen wird. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Meine lieben Damen und Herren, ein ganz, ganz großes Dankeschön muss ich hier jetzt zum Ausdruck bringen. Und dieses Dankeschön gilt unserem wichtigsten Unterstützer und Kooperationspartner. Und das ist die IKG Wien, die israelitische Kultusgemeinde, die uns seit über einem Jahr schon bei der Planung und beim Konzept dieses Festivals tatkräftig unterstützt. Allen voran unser lieber Präsident Oskar Deutsch und die Vizepräsidentin Claudia Brutsch. Und lieber Ossi, wenn ich dich auf die Bühne bitten darf. Lieber Roman, lieber Herr Florianschitz, lieber Oberkantor, lieber Präsident des European Jewish Congress, Members of the European Association of Jewish Choirs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind nicht hergekommen, so viel reden zu hören, also werde ich auch nicht lange reden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war beim ersten Chorkonzert 2013, das hier in, ich verzählt habe besser, das hier in Wien stattgefunden hat, dabei. Und meine Familie und ich, wir waren so begeistert, dass wir im Folgejahr, auch wenn du dich erinnerst, Roman, nach Rom mitgekommen sind. Nicht um im Chor zu singen, sondern um zu lauschen, um zu sehen. Und das wollen wir hier auch alle machen, im schönsten Festsaal in der Stadt Wien. Nochmals auch hier von meiner Seite vielen Dank an unseren Bürgermeister Michael Ludwig. Ja, viel Spaß Ihnen allen, einen schönen Nachmittag. Danke sehr. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben wirklich sehr viele Ehrengäste hier, VIPs, wie ich zu sagen pflege. Ich kann sie nicht alle namentlich vorstellen, aber ich bitte Sie doch für ein paar besondere Menschen hier um einen gesonderten Applaus. Das ist der Ehrenpräsident unserer IKG, Ariel Musikant. Ja. Und wir haben unseren lieben Oberkantor Schmuel Warselei. Get up, get up. Ja. Wir haben noch viele Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur, lieber Cornelius Oboni. Eine große Ehre, dass du da bist. Und ich möchte jetzt als Abschlussredner sozusagen noch den Präsidenten unserer European Association of Jewish Choirs, Mr. Anthony Cohen, um ein paar Worte bitten. Ladies and gentlemen, you'll have to excuse me, my German's not so good, so I will speak English, but I'll try and speak clearly. Welcome to our gala concert, the climax of our choir festival in Vienna, organized by Maestro Roman Grimberg and the Vienna Jewish Choir. Let's give them a big round of applause. We are so proud to present the European Association of Jewish Choirs here today, and we hope that you will enjoy the beautiful music that we have prepared for you. Our association brings choirs together from all across Europe to celebrate our shared Jewish culture and traditions. Through Jewish music, we can connect across borders and languages and build bridges of understanding and friendship. Vienna has such a rich musical history, and we are so honored to be part of it. From Mozart to Beethoven, from Strauss to Schubert, this city has produced some of the greatest musicians and composers
of all time. And today, we are thrilled to showcase the talents of some of our choirs in your city, who will be performing traditional and contemporary songs reflecting our heritage and our love of music. Before we start, I want to give a huge thank you to the mayor, Mr. Michael Ludwig, for allowing us to host our festival and have this concert in this wonderful venue. Thank you. I also want to thank the Vienna Jewish community for all their assistance in planning this festival, namely the president, Mr. Oscar Deutsch, and the vice president, Mrs. Claudia Prutcher. Now please, sit back, relax, and enjoy our wide-ranging repertoire from across Europe that reflects our shared Jewish cultural heritage. Thank you very much. Enjoy the concert. Thank you, Anthony. Thank you very much. Sehr geehrte Damen und Herren, heute sind Chöre hier zusammengekommen. Wie gesagt, nach 4 Jahren Pause, 2019 war das letzte Mal. Aber wir waren nicht tatenlos. Wir waren auch in der Pandemie aktiv, insofern, dass wir Online-Projekte verwirklicht haben. Und eines dieser zahlreichen Online-Projekte wollen wir Ihnen heute hier vorstellen. Und zwar hat dieser Herr, Itai Daniel, das ist, ja, Sie wissen ja noch gar nicht, was er ist. Itai Daniel ist der Leiter des französisch-jüdischen Chores. Er hat ein Lied komponiert mit dem Titel Hevenu Shalom Aleichem. Und wir haben in der Pandemie die Idee gehabt, jeder Chorist soll sich zu Hause quasi als Selfie filmen, wie er dieses Lied singt. Und alle diese Choristen, die jetzt auf die Bühne kommen werden, haben sich selbst gefilmt und haben uns nach Wien ihre Aufnahmen geschickt. Hier wurde es im Studio Kubrick vom Alexander Schewtschenko, der heute auch hier ist, als Videofilmer zusammengeschnitten. Und wir präsentieren Ihnen heute dieses Lied zum ersten Mal live in Wien. Am Klavier wird der Komponist selbst, Itai Daniel, sein und leiten wird diesen großen Chor der Leiter des Leipziger Synagogalchors, Philipp Goldmann. Viel Vergnügen bei Hevenu Shalom Aleichem.
Vielen Dank. Danke, Maestro Goldmann. Danke, Itai Daniel. Danke, die Chöre, die hier aus Leipzig, Rom, Paris und London angereist sind. Wie Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nicht nur jüdische Chöre aus Europa heute hier auf der Bühne, sondern es wie ganz ein spezieller Gastchor ist heute hier. Sie haben die Buben schon gesehen. Sie erkennen sie wahrscheinlich auch. Das ist der Mozart-Knabenchor Wien, der jetzt den großen Reigen eröffnen wird. Und gestatten Sie mir, Ihnen den Chor kurz vorzustellen. Gegründet anlässlich des 200. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr 1956, verkörpert der Mozart-Knabenchor Wien heute eine harmonische Verbindung von Tradition und Moderne als Einrichtung für besonders talentierte und sangesfreudige Burschen. Ermöglicht der Chor seinen jungen Mitgliedern, in ihrer vertrauten Umgebung zu Hause zu wohnen und die Schule ihrer Wahl zu besuchen. Die Proben finden dreimal pro Woche statt. Schon im Jahr 2006 trat der Chor erstmals gemeinsam mit dem Oberkantor Schmuel Barzilai auf. Da wollte ich dich was fragen, lieber Peter. Aber das waren schon andere Buben, die mit dem Oberkantor 2006 gesungen haben, oder? Wie war das? Ja, genau. Ja, ja. Nein, also unsere Buben sind, der Jüngste ist 7 und bis 25 haben wir hier die Burschen. Super. Naja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Burschen sind nicht allein hier, sondern mit unserem lieben Oberkantor des Wiener Stadttempels, Schmuel Barzilai. Kräftigen Applaus. Dirigent Magister Peter Lang, am Klavier Maximilian Schamschula.
Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yavasi shalom, yavasi shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yavasi shalom, yavasi shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israel. Yavasi shalom, yavasi shalom. Oh,
Danke, Oberkantor Schwer-Maserei. Danke, Mozart Knabenchor. Wir sehen uns ja noch mal etwas später gemeinsam auf der Bühne. Sehr verehrte Damen und Herren, die Vielfalt der jüdischen Chormusik zu präsentieren, diese Aufgabe haben wir uns gestellt für das heutige Konzert. Alle teilnehmenden Chöre wurden von mir gebeten, einen Schwerpunkt ihres Programmes für sich zu wählen und ihn heute darzubieten. Der Pariser Chor Ensemble Choral Copernic hat sich für israelische Lieder entschieden. Es ist ein gemischter Chor begeisterter Amateursängerinnen und Sänger, gegründet im Jahr 2004 in der Pariser Copernic-Synagoge. Gehört dieser Chor einer liberalen jüdischen Gemeinschaft in Frankreich an, der Organisation Judentum in Bewegung. Das Repertoire des Chors ist vielseitig und umfasst jüdische Musik aus der Renaissance bis heute. Genießen Sie nun vier israelische Lieder, gesungen vom Ensemble Choral Copernic, Dirigent Itai Daniel und am Klavier Anne Loreng. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur Chöre aus West- und Mitteleuropa gehören unserer Vereinigung als ordentliche Mitglieder an. An diese Stelle hätte jetzt geplanterweise zuerst der Jugendchor Eva aus St. Petersburg und danach das Ensemble Strudel aus Lemberg auftreten sollen. Beide Chöre sind fixe Teilnehmer aller unserer Festivals bisher gewesen und waren auch heuer natürlich eingeladen. Ein furchtbarer Krieg in der Ukraine herrscht derzeit, wie wir wissen, wütet. Und dieser Krieg hat alle unsere Hoffnungen zunichte gemacht, diese beiden Ensembles heute in Wien zu begrüßen. Wenn Kanonen sprechen, schweigt die Muse. Dieses Zitat wird Friedrich Schiller zugeschrieben. Aber meine Damen und Herren, nicht heute. Heute schweigt die Kunst nicht. Ich bin der Meinung, dass Künstler nicht schweigen dürfen, wenn ein Unrecht in der Welt geschieht. Und dem ukrainischen Volk geschieht jetzt ein großes Unrecht. Was gibt es Schlimmeres als Krieg? Das ukrainische Volk verteidigt, erbittet seine Heimat gegen Eindringlinge aus Russland. Einst waren sie Brüdervölker, hat man sie genannt, Brüdervölker. Und vor ein paar Jahren haben sich diese beiden Ensembles, die Leiterinnen, innigst umarmt. Und Sie werden es in Kürze auf der Leinwand sehen. Wir haben das festgehalten. Beide waren in Wien vor 10 Jahren. Es ist vielleicht heute nicht denkbar, aber vielleicht haben wir die Hoffnung, dass es in Zukunft ein neues Russland irgendwann geben wird. Ein Russland, zu dem wir nicht alle Brücken abbrechen wollen. Wir wollen zu den Menschen, die wir dort lieben und schätzen, weiterhin unsere Beziehung aufrechterhalten und hoffen auf ein neues Russland nach dem Ende des Krieges, nach dem Sieg gegen Putins Regime. Wir wollen Ihnen jetzt ein kurzes Video mit Grußworten und Musik des Ensembles Strudel aus Lviv, Lemberg zeigen. Shalom Aleichem, dear friends. My name is Sasha Somish and I'm the leader of the Jewish Song Ensemble Strudel Band from Ukraine, Lviv, the heart of Eastern Galicia. Our group is honored to be a member of European Association of Jewish Choirs. We are deeply grateful to Mr. Roman Greenberg and the organizers of this wonderful festival for the opportunity to address all of you, even if only virtually. Let the song for peace sound so powerful and sincere that as many people as possible understand the value of peace, the price of freedom, and how important it is to preserve them. Wishing you a wonderful festival and tremendous success. Mazel Tov, your Strudel Band from Ukraine, with love, gratitude, and hope.
Ja, das war ein Applaus für die Strudelband. Aber, meine Damen und Herren, unser heutiges Konzert wird live gestreamt. Und wir wissen, dass unzählige Menschen in der Ukraine gerade jetzt zuschauen. Und ich möchte Sie um einen Applaus für das ukrainische Volk bitten. Vielen Dank. Und jetzt, meine Damen und Herren, bitte ich den Gastgeberchor auf die Bühne. Hier ist der Wiener Jüdische Chor. Die Wiederbelebung des jüdischen Liedes und das Prinzip der interkulturellen Verständigung, das sind unsere zentralen Anliegen. Als echter Volksliedchor erfüllen wir Lieder, die mit dem europäischen Judentum beinahe untergegangen wären, heute wieder mit Leben und zeigen so, dass die reiche jüdische Kultur in Wien, in der Kulturszene von heute wieder ihren festen Platz hat. Für heute habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Sie hören jetzt drei Lieder in jiddischer Sprache. In der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges und Wiederbelebung der interkulturellen Verständigung zwischen der Ukraine und dem russischen Volk bringen wir nun ein ukrainisches Lied und danach ein russisches Volkslied. Ich habe beide in Jiddisch übersetzt, nachdem wir ja der Wiener Jüdische Chor sind. Und zuletzt erklingt noch ein vertontes Gedicht von Manny Leib mit dem Titel Wunder über Wunder. Die Melodie stammt von Evgenia Lopatnik, einer jungen Künstlerin aus Kharkiv, der es gelungen ist, rechtzeitig aus der Ukraine herauszukommen und die heute in New York City lebt. Meine Damen und Herren, Wiener Jüdischer Chor gleich mit zwei Premieren am Klavier Herbert Berger.
Herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Wir haben jetzt eine kurze Pause für Sie, für uns auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe mir die Pause verdient. Wir haben hier ein Buffet für Sie, sowohl links als auch rechts aufgebaut, von der Firma Naturally, die nur Bioprodukte anbietet. Genießen Sie ein Brötchen, ein Glas Sekt oder was auch immer und kommen Sie in 20 Minuten wieder zurück und dann geht es hier weiter. Vielen Dank!
Das heißt, es hat Ihnen ganz gut gefallen bis jetzt, oder? Ja. Wir setzen nun fort mit dem Leipziger Synagogalchor. Der Leipziger Synagogalchor ist ein Unikat in der deutschen Musikgeschichte. 1962 wurde er vom Kantor Werner Sander gegründet, um die nach der Shoah kaum noch vorhandene Chormusik der liberalen Synagogentradition wieder aufführen zu können. Nach Sanders Tod 1972 entwickelte sich das Ensemble unter der Leitung von Helmut Klotz und ab 2012 unter der Leitung von Ludwig Böhme zu einem national und international angesehenen Konzertchor. Seit September 2022 hat Philipp Goldmann die Leitung inne. Der Chor wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter 2017 mit dem Obermeier German Jewish History Award und ist heute Mitglied im Netzwerk Tolerantes Sachsen. Als Programmschwerpunkt bringt der Chor heute Werke der deutschen Liturgie aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Das ist eine Musik, die man bei uns normalerweise kaum zu hören bekommt. Es ist etwas wirklich ganz Spezielles. Genießen Sie nun den Leipziger Synagogalchor. Dirigent Philipp Goldmann am Klavier, Thielmann Löser und Solistin Susanne Langner. Thank you.
Ja, das war der Leipziger Synagogalchor mit drei Werken der deutschen Liturgie. Als nächstes hören Sie den aus Rom angereisten Coro Hakol. Dieser Chor gehört gemeinsam mit dem Londoner Zemmelchor und dem Wiener Jüdischen Chor zu den drei Mitbegründern der Vereinigung jüdischer Chöre Europas. Der Chorobmann Riccardo Di Castro ist auch gleichzeitig Vizepräsident der Vereinigung. Der Coro Hakol, übersetzt die Stimme, entstand im Dezember 1993 aus der Initiative von Sängern und Sängerinnen der großen Synagoge von Rom. Dazu kamen einige begeisterte Anhänger jüdischer Musik und der Chor war schnell gegründet. Von Beginn an war es den Mitgliedern ein Anliegen, die Schönheit der traditionellen jüdischen Chormusik aufzuzeigen und diese jahrhundertealte Musik zu beleben. Eine der ältesten jüdischen Gemeinden Europas ist die römische. Der Coro Hakol hat sich zum Ziel gesetzt, durch Konzerte das musikalische und liturgische Vermächtnis dieser antiken Gemeinde zu bewahren. Hören Sie nun drei liturgische Werke aus Italien mit dem Coro Hakol, Dirigent Alberto De Sanctis, am Klavier Francesco Capogreco. Thank you.
Coro Hakol. Und wir kommen nun zum letzten Chor unseres heutigen Konzertes, The Zemel Choir aus London. Der Chor wurde 1955 gegründet, meine Damen und Herren, und gilt heute als einer der besten jüdischen Chöre der Welt. Er tritt regelmäßig in großen Konzertsälen in Großbritannien und im Ausland auf und präsentiert dabei neben bekannten Liedern noch neue Musik von zeitgenössischen Komponisten. Der Chor kam zum Festival mit einem musikalischen Geschenk, einer Hommage an Wien. Wir haben schon deutsche Synagogalmusik gehört und italienische, aber wie kann es anders sein, als dass man auch Salomon Sulzer hier in Wien hört. Und so hören wir drei Werke, die in engem Bezug zu Wien stehen. Zuerst eben ein Werk dieses legendären Wiener Kantors Salomon Sulzer, danach ein Stück von Joseph Horowitz, dem in Wien geborenen britischen Komponisten, und als letztes eine erst kürzlich fertiggestellte Komposition des Chorleiters Benjamin Wolff mit dem Titel Vienna Donolam. Bühne frei für den großartigen Zemel Choir aus London. Dirigent Dr. Benjamin Wolff am Klavier, Franklin Gelnick und Solist der Londoner Kantor Robert Brody. Rabrach sheves b'nei kabachot.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum großen Finale unseres Konzertes. Und Sie hören zunächst die beiden Kantoren Robert Brody aus London und unseren Oberkantor Shmuel Barzilai als Solisten des Stückes Le Dor va Dor, übersetzt von Generation zu Generation. Bitte alle Sängerinnen und Sänger der Chöre der heutigen Teilnehmer dieses großen Abschlusskonzertes auf die Bühne. Meine Damen und Herren, darf ich Sie um einen Applaus für die Künstler bitten? Robert, we're waiting for you. Two cantors and 220 singers on one stage. Yeah.
Rabbi, Rabbi. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum letzten Lied des heutigen Nachmittags. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Sie hören jetzt ein Lied, das ich vor 15 Jahren geschrieben habe, das vor 10 Jahren als offizielle Hymne der European Association of Jewish Choirs zur Hymne gewählt worden ist unter allen Einsendungen. Und vor 5 Jahren, wir haben ja kürzlich den 75. Geburtstag des Staates Israel gefeiert, aber zum 70. wurde dieses Lied als offizieller Beitrag des internationalen jüdischen Chorgesangs gewählt und auch nach Jerusalem geschickt. Sie hören jetzt Ose Shalom. Dankeschön.
The conductors. Where are the conductors? Please come on stage. Vielen Dank. Ancora. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn es Ihnen gefallen hat, besuchen Sie uns am nächsten Chorfestival
nächstes Jahr in Sofia oder übernächstes Jahr in Paris. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön, Wiedersehen.